Hier zeige ich euch drei Möglichkeiten, wie man eine Flasche richtig schön zum Geschenk dekorieren kann. Meine Papierrolle ist jetzt 80 cm breit. Jetzt komme ich bei und halte mir das so an. Nehme die Flasche. Okay. Und jetzt hier in der Mitte und ein ganz kleines Stückchen höher sollte mein Papier sein. Komme jetzt hier und zwar mit dem Messer und mit einem Falzbeil und schneide mir jetzt hier genau mein Papier raus. Nehme jetzt mein Papier und schiebe das ein ganz kleines bisschen unter die Ecke. Also es sollte ein Quadrat jetzt insgesamt sein, welches ich jetzt hier praktisch zusammengefalten habe. Und von der Größe die Mitte sollte so sein. Jetzt hier eine wirklich richtig dolle Falte. In die Mitte. Falte mir jetzt die eine Hälfte und so in Ziehharmonikas. Da teile ich mir jetzt das erst richtig schön ein. Dann nehme ich jetzt hier einfach Stücke, Falte. Das macht alles richtig schön gleich groß. Das ist von meinem Ziehharmonika. Richtig gut aussieht. Jetzt hier drauf, dass dieses jetzt hier schön bündig ist. Mein Fächer richtig schön zupfen. Falte jetzt hier bis zur Mitte und noch einmal rüber. Rechne mir jetzt hier schön über, nehme meine Flasche, lege mir die genau ein bisschen in die Mitte an, schiebe meine Ecke jetzt hier schön rein, kann meinen Fächer rüberziehen.
machen jetzt hier, dass das so ist, ein richtig schönes Schleifenband drüber machen kann. Nehmen wir aber erstmal beidseitigen Kleber. Und fixiere mir jetzt hier mein Fächer. Gleich einmal die Zunge rum. Und kann schon mal gucken, okay, wie ist mein Fächer? Und mit dem jetzt hier richtig schön hinzupfen. Das gefällt mir eigentlich so ganz gut. Und brauche jetzt mir hier unten nur noch mein Schleifenband befestigen. Ich nehme rotes Schleifenband. Löse jetzt hier die obere Schicht. Nehme jetzt hier noch ein Stückchen von dem beidseitigen Kleber und gehe jetzt hier wirklich auf die Rückseite mit meinem Band. Schneide mir das jetzt hier nochmal ab. Nehme mein Feuerzeug, mache meine Kante schön fest. Das hier abmachen und meine Flasche richtig schön eingewickelt als Präsent. Das ist meine erste Idee. Hier habe ich jetzt ein Blatt Seitenpapier. Das habe ich ganz einfach nur doppelt genommen. Nehme meine Flasche, lege die hier so auf und zwar so, dass ich hier unten schön jetzt hier den Boden gleich falten kann. Kommt hier ein Stückchen und schlag das jetzt hier immer gleich ein.
bisschen Tapir dadurch, ein bisschen Schutz. Und auch für die Flasche. Und habe das nochmal edler verpackt. Bisschen festdrücken. Das ist das Erste, was ich mache. Jetzt habe ich mir ein Blatt Papier, und zwar habe ich ganz einfaches Packpapier genommen. Und zwar möchte ich euch zeigen, jetzt hier mal die Größe. Hier ist es nachher wieder für den Boden. Das ist hier einmal und habe jetzt hier ungefähr so ein Stückchen oben noch zu stehen. Hier was länger ist für die Flasche. Jetzt komme ich hier ganz einfach bei. Und falte mir das ganz einfach einmal. Ich nehme jetzt hier beidseitiges Klebeband. Richtig schön fest. Ich ziehe die obere Seite von meinem Klebeband ganz und gar ab. Klebe das jetzt zusammen und habe jetzt hier so einen Schlauch und dieser kommt jetzt bei einen Schlauch. Ermittle mir noch mal ganz genau die Mitte. Okay, jetzt von jeder Mitte falte ich noch mal dieses zusammen, diese Seite zusammen. Nochmal in die andere Richtung. Das jetzt hier ganz einfach aufhalten. Die Richtung nicht gefalten. Und habe jetzt hier ruckzuck meinen Boden fertig. Fülle den Tesafilm an.
Haus halt hoch runter. Und hab jetzt hier ruckzuck meine Tüte fertig. Und hier auch nochmal richtig schön solche Kanten falten. Nochmal in die andere Richtung. Ich kann jetzt hier einfach meine Flasche nehmen. Jetzt hier natürlich das alles noch ein bisschen hübscher machen, indem ich jetzt hier wirklich die Kanten nochmal nachgehe. Jetzt hier die Seite, wo ich geklebt habe, nehme ich natürlich nach hinten. Jetzt schon dann einmal hier auf die Ecken umklappen, das ist auch eine Möglichkeit. Da auch. Und nehme jetzt schon mein Band, meine Dekoration und wickel die gleich mit ein. Und so ein Weihnachtsdeko-Video habe ich euch jetzt hier diese Blätter aus Modelliermasse gezeigt. Ich verlinke euch das Video, also guckt unten in die Infobeschreibung und nehme jetzt hier Draht, der so mit Papier umwickelt ist. Ist richtig, macht sich richtig gut und kann es eben auch gleich so schön verzwirbeln. Jetzt mir hier drei solche Blättchen. Guck mal von der Länge. Mach das eine Band auch gleich jetzt hier oben fest, dass man das gar nicht sieht. Zieh das wieder so durch, dass man so einen Knoten hat. Ich kann das hier abschneiden. Jetzt hier so mit meiner Deko schon mal. Okay, guck mal. Machen wir jetzt hier auch gleich den Kleber rein. Das auch gleich ab. Gehe jetzt hier unten rein, ziehe das so hoch und das rüber. Und ganz einfach
meine Blätter in Form bringen. Und hab die nächste Flasche dekoriert. Ich nehme die Flasche, die ich dekorieren will. Habe hier ein Schleifenband und zwar mit diesen Drahtkanten drin. Kommen jetzt hier und machen mir erstmal damit auch die Halterung. Mache jetzt hier einen ganz einfachen Knoten rein. So, dass das nach oben mal richtig schön passt. Kann das jetzt hier runternehmen. Und ja, ich habe jetzt hier so Pfeifenputzer in Gold. Dann habe ich ein bisschen Tanne. Dann habe ich ein paar Kugeln. Und kann jetzt hier ganz einfach meine Kugeln dran befestigen. Ich die einfach so verdrehe. Und das ist ja jetzt eben doch so ruckzuck gemacht und die Weihnachtssachen haben wir irgendwie mit Kugeln oder Schleifenbänder oder haben wir im Moment ja auch zu liegen oder noch Tanne. Das ist deshalb jetzt ruckzuck geht. Ich kann jetzt hier meine Tanne nehmen, kann meine Kette mir gleich rauflegen. Ich habe jetzt hier noch kleinere Kugeln, die ich so ganz einfach zusammendrehe. Das ist auch auf. Kommt jetzt hier ganz einfach bei und mache eine Schleife. Können wir die richtig schön hinzupfen. Meine Kugeln nach unten drehen. Meine Bänder beschneiden. Ruckzuck eine schöne Dekoration für meine Flasche zum Verschenken. Wenn euch die Ideen gefallen, gebt dem Video ein Däumchen hoch, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch ein richtig gesundes, erfolgreiches neues Jahr.